Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Forza Motorsport 7. Es geht nach, in die USA. Ich dachte, jetzt kommt ein Land, wo man sagen kann, nach Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, wo auch immer. Nee, aber es geht in die USA und zwar mit einem schönen Automobil. Ihr seht es, sehr, sehr dunkel. Der BMW M4 GTS ist am Start. Und dieses Fahrzeug war eines der Autos, was ich mir hier aus dieser Klasse auswählen konnte. Neben dem M4 Coupé der Forza Edition, dem Alfa Romeo Giulia. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das Auto extrem schick. Ich finde den echt geil. Ich habe den letztes Mal in echt gesehen. Geile Karre, Alfa Romeo. Hut ab. Außerdem der Camaro ZL1. Ja, gibt es in der Forza Edition oder auch normal. Ja, ihr seht es auf jeden Fall. Kia gibt es auch. Dodge Charger haben wir auch. Ford Falcon. Ford Mustang. Und auch Aston Martin gibt es unter anderem. Audi. Insofern sehr, sehr viele Vertreter hier in dieser Fahrzeug-Performance-Klasse. Und sogar einen Mercedes 63er AMG gibt's. Ich allerdings habe mich hier für den M4 GTS entschieden. Und würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen gespielt und hatte auch mal ein, zwei Folgen. Hab dann aber gemerkt, dass das nicht so ganz harmoniert, dass das nicht ganz so float. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, achso, okay, der hat nur die Lackierung. Ich dachte schon, was ist das für ein Racewagen hier? Hat allerdings nicht so gut harmoniert, deswegen habe ich mir gedacht, hey, nee, die Folgen will ich nicht, weil, man merkt es ja auch so ein bisschen in letzter Zeit, dass ich, ist aber relativ locker mittlerweile in vielerlei Hinsicht bin. Und ich habe ja auch im letzten Video speziell nach ein bisschen Feedback gefragt, vielen, vielen Dank, da kam ein bisschen was. Vor allem kam da ein Kommentar, ich glaube, das war der, oder es müsste immer noch der am meisten gelikte Kommentar sein, der mich erstmal ein bisschen, skeptisch gestimmt hat, weil der begann mit, okay, du hast nach Feedback gefragt, ich gebe dir Feedback. Und ich dachte so, oh nein, jetzt kommt so eine, jetzt kommt auch noch so ein mega kritischer Kommentar und der hat auch schon mehrere Daumen nach oben und so weiter und so fort. Nee, aber das Gegenteil war dann der Fall. Es hieß, ja, du bist weniger verbissen als in bisherigen anderen Let's Plays. Du bist lockerer, du bist entspannt und so weiter und so fort. Und dass das alles doch ganz cool ist. Und ja, ich selbst merke das tatsächlich auch. Ich habe ja auch ein bisschen meinen Zeitplan etwas weniger straff jetzt mal gestaltet. Ihr merkt's wahrscheinlich. Auf dem Stream, auf dem Channel gibt es sehr viele Streams. Und die machen, finde ich, auch echt Laune, weil bei Streams kannst du halt einfach spontan sein, wie du willst. Außerdem natürlich sehr viel Spaß macht es, wenn du mehr Zeit für Videos hast. Und da hatte ich mir früher relativ viel Druck gemacht, weil ich halt immer irgendwas machen wollte, was halt jedem mal gefällt, weißt du? Da wollte ich halt, keine Ahnung, viel Gran Turismo machen, weil, ey, die Leute, die Gran Turismo gucken, die kannst du doch nicht eine Woche warten lassen bis zur nächsten Folge. Bis jetzt denke ich mir halt, ja gut, dann, weißt du, dann nudelt sich das halt nicht so schnell durch, wenn du, wenn du einmal pro Woche Gran Turismo machst oder so. Das ist jetzt der andere Ansatz, den ich verfolge. Oder Formel 1, da gab es zwischenzeitlich 4 bis 5. Was passiert mit den Autos? Teilweise ploppen die einfach weg. Ja, ich bin ein bisschen irritiert. Ne, bei Formel 1 hatte ich ja auch erstmal 6 Videos pro Woche. Das war zu der Zeit, als ich Qualifying und Training getrennt vom Rennen veröffentlicht habe. Und da dachte ich, als ich quasi alles in ein Video zusammengefasst habe, okay, du darfst jetzt aber nicht irgendwie 2-mal oder so pro Woche was machen, weil von 6-mal zurück auf du machst 2-mal was pro Woche, das ist schon ein harter Cut. Auch wenn es natürlich so ist, dass du im Endeffekt einen ähnlichen Aufwand für diese 2 Videos hättest, wenn nicht sogar noch mehr, weil du schneidest halt natürlich noch ein bisschen was dazu. Und auch da hatte ich halt gesagt, okay, statt 6 Videos 4 oder 5 geht vielleicht klar. Und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, nee, komm, das musst du auch mal ein bisschen reduzieren. Und jetzt ist es halt im Moment so,
geplant ist halt über so ein Video unter der Woche um 12 Uhr, am Wochenende immer um 10 Uhr. Und ja, wenn dann so ein paar Let's Plays noch dazu kommen, sowas wie Detroit Become Human, kann ich übrigens empfehlen, mal reinzuschauen, ist mega geil. Dann kommt das halt einfach so ein bisschen mal nachmittags, ja, um 16 Uhr ist es halt angesetzt. Ja, ist halt auch mal ein schönes Story-Let's Play, kann man mal nebenher auch natürlich machen. Aber ansonsten gebe ich mir halt auch die Freiheit zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Sachen, wo ich einfach so random Bock drauf habe oder so. Und ich merke das selbst, das tut, glaube ich, dem gesamten Kanal auch gut. Ich muss mal gucken. Ja, ich nehme auf jeden Fall auf. Früher konnte ich das noch relativ... Oh Gott. Früher konnte ich das noch relativ unbemerkt machen, auf den Kontrollmonitor zu gucken. Mittlerweile geht das nicht mehr. Ebenso für die Lautstärke des Sounds, da muss ich die ganze Zeit gerade auf meinen Zweitscreen gucken. So, schön. Und wir haben die fünfte Position. Das ist für das erste Rennen auf jeden Fall ganz gut. Eine Bot wird gleich schon verbraucht sein, nämlich eine gute Kurve zu fahren. Ich glaube, das kann ich nur einmal machen. Oder nee, die Nachtfahrt war einmal. Oh nein. Oh Mann. Ja, Moment, ich muss aber gleich nochmal kurz in den Grafik-Settings gucken. Was ist denn los? Also die Autos, die können doch nicht einfach... Seht ihr das auch? Es kann doch nicht sein, dass es so spät ist und dass meine Augen so schlecht sind gerade, oder... Keine Ahnung. Irgendwas ist komisch. Ja, was ich auf jeden Fall geil finde, ist zum einen die Facecam. Du kannst halt sehr geil interagieren. Du kannst halt auch mal was zeigen. Du kannst auch mal komisch in die Kamera gucken und nichts sagen. Und trotzdem wissen die Leute, was gemeint ist. Und was halt auch sehr, sehr geil ist, ist bei Livestreams zum Beispiel, da kann es halt sehr spontan sein. Während du in dem Let's Play vielleicht mal ein bisschen gehetzter bist und dir denkst, okay, ich muss zum Beispiel, oder ich darf nicht irgendwie eine halbe Stunde lang mal tunen oder so in dem Let's Play, weil dann ist das Video vorbei. Und da beschweren sich Leute, ah, heute gab es ja überhaupt gar kein Gameplay. Du bist ja gar nicht gefahren. Ja, dann überlegst du, okay, wie soll ich das mit dem Tuning machen? Und du überlegst andererseits, ach Gott, wie soll ich das mit dem Dingens machen? Mit dem Fahren machen? Weil es gibt auch Leute, die wollen das Tuning sehen. Und wenn du einen Stream machst, dann hast du ja keine zeitliche Begrenzung. Zumindest gebe ich mir keine zeitliche Begrenzung. Und dementsprechend kann ich dann auch einfach sagen, hey, wir zocken jetzt 3 Stunden und ich mache in der Zeit einfach, was ich so mag. Ich zeige euch ein bisschen was davon, ein bisschen was hiervon. Und alles Mögliche zeige ich euch. Und dementsprechend funktioniert das auch ganz gut. Und ich glaube, man merkt, dadurch, dass ich halt so ein bisschen diese Videoanzahl reduziert habe, mich auch ein bisschen den Streams zugewandt habe, die halt sehr entspannt sind und ja, so ein bisschen, ich sag mal, feste Let's Play-Kategorien rausgenommen habe und stattdessen jetzt einfach ja, mir Freiheiten lasse, was ich da zocken möchte. Ich glaube, dementsprechend ist das Ganze auch ein bisschen entspannter geworden. So, ich mache mal die zweifache Kantenglättung. Ich hoffe, jetzt kommt nichts irgendwie... Sie müssen das Rennen beenden. Okay. Dann beenden wir das Rennen einfach, indem wir das fahren. Ein Rennen mehr oder weniger mit so ein paar wegploppenden Autos ist nicht schlimm. Auch wenn ich nicht glaube, dass das wirklich was damit zu tun hat, aber... Machen wir mal. So, Bremspech, ABS an. ABS an, normale Lenkung. Machen wir. So, Mugello dürfte unserem Fahrzeug eigentlich ganz gut liegen. Viele Kurven, viele schnelle Kurven. Und der M4 GTS dürfte ja performancemäßig hier in den Kurven eigentlich ein bisschen besser sein. Hat er doch gerade eben gesehen gegen den Aston Martin. Aber es gibt halt auch eine lange Gerade hier jetzt. Ja, also falls die Performance nicht ganz passt, entschuldigt dies bitte, weil ich habe auch schon Windows kontaktiert über Twitter. Die haben auch geantwortet, ich muss jetzt aber ein paar Sachen ausführen, was ich sonst alles habe. Aber ja, das neueste Update, das 18.03er Update, hat mir so ein bisschen Performance zerschossen. Bisschen blöd. In F1 zum Beispiel konnte ich das Problem lösen, indem ich auf einen alten Nvidia-Grafikkartentreiber gegangen bin. Aber ich habe das Gefühl, dass das Problem bei Forza Horizon... Nee, Moment, stopp, bei Forza 7. Ja. Komplett im falschen Spiel gewesen. Das ist das Problem, weil Forza 7 immer noch ein bisschen da ist. Also, ich merke, so ganz flüssig läuft es hier und da nicht.
Aber es reicht immer noch, um Spaß zu haben. So. Alter, wie schnell ich da durch die Kurve konnte. Weil die Ideallinie zeigt an, bremst, bremst, bremst. Und ich lasse mich einfach in die Kurve reintragen und das funktioniert. So, ein paar M4 haben wir vor uns. Die dürften halt insbesondere auf der Geraden dann wieder ein Ticken schneller sein. Deswegen müssen wir hier eigentlich schnell vorbei. So, jetzt sind wir am Manu dran. Okay, aus der S-Kurve raus. Vorsicht! Puh. Okay, ich habe aber das Gefühl... Ja, nee, auf der Geraden ist er schneller. Okay. Dass wir dranbleiben können, wollte ich eigentlich sagen. Ja, dranbleiben solltet ihr definitiv auch. Uiuiui. Für einen spannenden Rennausgang hier. Ja, ich bin auch gespannt, ob wir in der Meisterschaft ein bisschen nach vorne kommen können. Denn das wird jetzt mal so eine Meisterschaft sein, wo ich mal ein bisschen verbissen erfahren werde. Okay, ist er von sich aus jetzt langsamer geworden? Weil das Auto langsamer wird ab einer gewissen Geschwindigkeit? Weil da der Vorteil nicht mehr so groß ist? Oder war es einfach, weil ich ihm quasi nach und nach die Strecke zugefahren bin? Das kann natürlich auch sein. Es war nicht gewollt. Aber irgendwann fällt es natürlich schon auf, wenn da plötzlich ein Auto bremst. Oder halt einfach nicht schneller ist als du. Ich habe die ganze Zeit zur Seite geschaut. Was weiß ich, wo ich da hinfahre. Alternativ könnte ich das Spiel natürlich auch auf der Xbox One X spielen, ja. Also wenn es auf PC langfristig Probleme gibt, hey, ich kenne da eine Lösung. Bei Forza 7 ist es ja kein Problem, da hast du ja immer noch 4K 60 Bilder pro Sekunde. Gut, wahrscheinlich ein paar niedrigere Grafik-Settings. Bei Horizon 3 ist es aber ein bisschen blöder, weil da hast du nur noch 30 Bilder pro Sekunde. Da hast du auf dem PC halt die vollen 60. Okay, komm her, Kumpel. Außen rum. Jawoll, Boy. Schönes Überholmanöver. Oh nein, der kommt direkt wieder angeschossen. Und der Dave bombt mich fast, aber... Oh, das sieht gut aus, jetzt aus dem Kurven... Scheitel wieder schön raus beschleunigen. Beim Kurvenausgang wollte ich eigentlich sagen, ja, ich habe den Satz falsch begonnen. Ich habe ihn richtig zu Ende gebracht. Inhaltlich falsch. Aber ich kann mit dieser Ideallinie nicht ganz übereinstimmen, ne? Im Mugello kannst du einen sehr, sehr späten Scheitel fahren. Dann solltest du gar nicht mal so früh innen an den Scheitel gehen. Kannst du machen, je nach Auto. Aber es gibt auf jeden Fall Autos, da solltest du einen Spindenscheitel nehmen. So, GG. Zweites Rennen, wir haben gewonnen. Damit eine Durchschnittsplatzierung von Platz 3. Ja, Platz 5 und Platz 1. Mal gucken, wo wir jetzt in der Gesamtwertung sind. Weil ich glaube, man kriegt auch nach und nach in den Rennen immer mehr Punkte. Ja, das ist immerhin Platz 3, 2. Oh, 3 Plätze nach vorne gekommen. Nach 2 von 6 Rennen. Und welche Strecke ist denn die nächste? Liebes Spiel. Was hältst du für uns parat? Achso, ja, erstmal Kohle. Natürlich. So, ich spare ja auch immer wieder so ein bisschen Geld, weil es gibt sehr, sehr coole Autos und die möchte ich unbedingt bekommen. Aber sowas gut nehme ich mir natürlich auch gerne mal. So ein NASCAR. Ah, eine gute Wahl. Man kann nie genug Autos haben. Vor allem in den späteren Meisterschaften. Vor allem mit Stickers-Werbung, ne? Mit Stickers-Werbung ist immer geil. Und ist es Long Beach? Ja, es ist Long Beach. Okay, Long Beach hat auch lange Geraden. Vielleicht könnte ich da mal einen zwischenzeitlichen Fahrzeugwechsel anstreben. Denn wir können mal umschalten. Okay, doch, der hat eine höhere Topspeed, der M4. Oh, und der hat auch ein viel höheres Drehmoment, viel mehr Leistung. Und auch weniger Gewicht. Ist der M4 GTS so schlecht? Alter! Ey, sorry, den muss ich mal austesten. Den will ich jetzt... Den will ich mal fahren. Ja. Ich will den mal fahren.
645 Newtonmeter Drehmoment? Was haben die bei Alfa Romeo gemacht? Sind die bei Ferrari eingebrochen oder was? So, jetzt checke ich da was Zweites auf meinem Kontrollmonitor. Ach, ich habe noch 277 GB frei. Das reicht doch für diese Folge Forza 7. Ja, seit ich mit 4K hantiere, sind auch die Datenmengen, mit denen ich arbeite, extrem groß. 140 Mbit pro Sekunde nehme ich quasi auf und... Okay, hier merkt man, die Umgebung ruckelt mega. Das Auto selbst nicht, also das Geschehen nicht, aber die Strecke ruckelt so an einem vorbei. Der Zaun. Ja, genau. Hau mich weg. Schön, wenn das eigene Auto mal schneller ist als die anderen. Ein bisschen zu früh geschaltet. Ja, ich glaube, auf der Geraden ist er doch nicht so viel schneller. Eine Pixel-Helden Edition, also vor mir. Und Alfa Romeo macht euch nass. Tja. BMW, denkt euch was Neues aus. Oh oh. Okay, wie kriegen wir jetzt die Haarnadel? Oh Gott, mit einem kleinen Ruckler. Oh, sorry, Dude. Okay, das ist dann definitiv so der Erfahrungswert, den ich mitnehme. Ich glaube, beim Zuschauen stört es jetzt nicht allzu sehr, dass ich jetzt quasi hier wieder ein ruckelndes Spiel habe. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich ab dem nächsten Mal auf der Xbox One X zocken werde. Alter Schwede, wie schnell ist die Kiste denn auf der Geraden? Ich meine, US-amerikanische Fahrzeuge sind ja dafür bekannt, dass sie auf der Geraden quasi primär ihre Vorteile ausspielen können, meistens. Aber der Alfa Romeo, der hängt sowohl den Camaro einfach mega ab, als auch alle anderen Autos. Was ist denn los? Vor allem, sobald du mal ein bisschen länger Gas geben musst, da ist der voll zur Stelle. Ja, ich war aber nie so wirklich der Alfa Romeo-Fan, muss ich ja sagen. Ich fand den Brera ganz nett. Gefiel mir ganz gut. Ich glaube, die gab es auch in Need for Speed Carbon. Wenn mich nicht alles täuscht. Und da habe ich den schon ganz gerne getuned, aber so wirklich eine persönliche Bindung zu dem Auto von Alfa Romeo hatte ich dann die. Muss aber sagen, der, wobei doch, der DTM Alfa Romeo. Halleluja, ist der geil. Alter, ist der gut. Ja, aber fernab davon eigentlich die und der... Ah ne, RB ist nicht die Taste, mit der ich die Sicht wechseln kann. Da kommt schon Ford Falcon. Ich möchte sehen, wie der Julia dich auf der Geraden fertig macht. Er sieht halt geil aus. Mega geiler Diffusor. Vier Endrohre. Mega aggressives Design. Sowohl von hinten als auch von vorne. Und eigentlich auch auf der Geraden der schnellste. Also man merkt schon. Gut, die Autos muss man auch sagen, die sind hier von der Performance her ein bisschen angepasst. Insofern sind nicht ganz die realen Fahrzeugstärken, die wir hier jetzt miterleben. Aber trotzdem, das Auto, ich glaube schon, dass der ganz gut geht. Hammer. Oh, ich glaube, ganz leicht am Reifenstapel vorbeigeschrammt. Ein bisschen Gummi haben wir aber auch mitgenommen. Auch eine Möglichkeit, Gummi auf die Strecke zu kriegen. Alter Schwede, ist das Auto geil. Holy moly. Ja, was mir in den letzten zwei, drei Sessions, die ich so aufgenommen hatte,
aber nicht veröffentlicht habe, aufgefallen ist, ist, dass das Spiel hier und da doch so ein paar... Warum steht da RTL Best? Turn 10, wollt ihr mir gerade irgendwas erzählen? Schaut ihr irgendwie gerne einen Internetsender? Habt ihr dann Product Placement oder so? Nee, aber fernab davon, ich muss schon sagen, hier und da gibt's schon leichte Schwächen. Zum Beispiel bei der Forza GT-Klasse, da werden ja GT3, GT2 Autos, alte GT2 Autos und GTLM Autos zum Beispiel zusammengefasst. Und da ist mir aufgefallen, dass die GTLM Autos, die GTE Autos, wenn die Leistungen angeglichen werden, doch schon stärker sind. Deutlich stärker. Die GT3 Autos, gut, da bräuchte es theoretisch die Dingens. Oh, jetzt sollte ich vielleicht ein Allradauto nehmen. Da bräuchte es eventuell die Traktionskontrolle. Oder halt, du, ja, weißt du, also, ich fasse mich mal kurz einfach, die GTLM-Autos sind einfach ein bisschen overpowered. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich habe halt gemerkt, wie leicht ich im M6 zurechtkam und wie mega konkurrenzfähig der war. Und dann fahre ich, glaube ich, den, was war das denn nochmal? Dann fahre ich den, helf mir auf die Sprünge, den McLaren MP4 12C GT3 und den Aston Martin GT3 und beide sind einfach deutlich, deutlich schlechter. So, für die Regenfahrt gibt es nur ein Audi Allrad. Aha, aha. Ja, nehmen wir mal. Ich hätte jetzt auch noch eine Audi Fahne, die habe ich allerdings da hinten irgendwo rumliegen, deswegen ich hole die jetzt mal nicht. Oh, das fängt im Trockenen an. Egal, wir nehmen einfach noch ein neues Auto, den Audi, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Ist es denn die gesamte Strecke in Suzuka? Oh ja. Ja, und, ah, ja. Was ich letztes Mal leidlich erfahren musste. Ich habe jetzt nicht alle Mods drin. Blöd. Egal, ich starte nicht neu. Was ich letztes Mal leidlich erfahren musste, war, dass es hier eine weitere Suzuka-Variante gibt. Nämlich mit einer weiteren Schikane. So, ich habe ja auch vorhin ein bisschen noch über ein paar Änderungen auf dem Kanal gesprochen und auch die Facecam thematisiert. Und da muss ich auch übrigens sagen, es gibt Leute, die Facecam nicht mögen. An der Stelle sage ich einfach mit einem kleinen Sorry an der Stelle auch. Sorry, aber die Facecam bleibt. Bei Formaten, wo ich sie sinnig finde, da bleibt die Facecam definitiv, weil, ja... Man kann es halt auch nicht jedem recht machen. Ich glaube aber, dass die Videoqualität... Beziehungsweise, ich sag mal so, ich fühle mich in den Videos wohler mit Facecam. Bei denen, wo es Sinn macht, ich sag mal bei Formel 1, da muss ich jetzt nicht unbedingt eine haben. Ja, das ist halt... da konzentriere ich mich, da fahre ich konzentriert, da muss ich nicht großartig gestikulieren. Aber wenn ich hier mal irgendwas machen möchte, dann möchte ich die Facecam auch parat haben. Dann sollte es auch mal so sein. Jawohl, macht die Tür komplett zu. Weiß aber schon, ne, dass ich ja nicht mehr weg konnte. So, und hier kommt die Schikane auf Doom, die eigentlich fast jeden rauskriegt. Oh, und es wird dunkel. Fängt es auch bald an zu regnen. Zwei Runden haben wir insgesamt Zeit. Es geht jetzt auf 130R zugleich. Mal gucken, wie der Audi auf der Geraden ist. Ich glaube, der ist schon ganz gut. Komm schon! Alter, der Mercedes hinter mir ist auf der Geraden ordentlich. Oh! Nein! Zu weit rausgekommen. Klarer Fehler. Holy moly, wie ist nicht hier die Schikane aufgebaut? Oh, sorry. Okay, da habe ich mich jetzt überhaupt nicht zurechtgefunden. Wie sind da die Schikane aufgebaut? Ist die wie in einem anderen Spiel, ist sie viel offener. Und weniger spitz. Ist es eine andere Streckenvariante? Es wirkt so.
Und man merkt, der Alfa Romeo war auf der Geraden doch ein Ticken schneller. Denn der war unschlagbar und der Audi ist es nicht. Komm schon, Paulus 86 kriegen wir noch. Jawohl. Mit der ordentlichen Dave-Bomb, aber wir haben es geschafft. Ja komm, Regen jetzt. So eine Dreiviertelrunde kannst du uns doch begleiten. Jetzt sehe ich schon ein Allradauto, damit ich hier schön durch den Regen damit heizen kann. Und was ist? Ja, nix ist. Wir sind aber nah dran am AMG. Und die Kamera plups. Oh mein Gott. Die Kurve macht jetzt zu. Ah, nicht ideal. Definitiv nicht ideal. So, komm schon. An den Maxi können wir noch mal rankommen. Na, come on! Sehr gut. Oh, auf der Geraden ist er doch schneller als der M4. Nice. Der Aston Martin hat aber auf der Geraden auch ein ordentliches Tempo drauf. P6. Ja, dummer Fehler in Runde 1. Wenn ich hier nicht zu viel gewollt hätte, 130 Jahre, dann wäre ich jetzt definitiv auf dem Podiumsplatz. Meine Güte, wir können doch auf dem Podiumsplatz. Ja, zwar sehr hart, aber trotzdem. Manu Platz 1. Kugi holt den zweiten Platz nach Hause. Nice. Ja, und wir schaffen es auf Platz 3. Auch ganz nice. Wie gesagt, natürlich mit nicht so einer fairen Herangehensweise. Aber hey, ich meine, ich fahre ein allradbetriebenes Auto, obwohl ich Allrad und vor allem Frontantrieb, also alles, wo die Vorderreifen mitspielen, nicht wirklich mag. So, und Manu konnte sich wieder ein bisschen wegkämpfen. 75 Punkte, das ist nicht geil. Wir müssen dafür sorgen, dass er mindestens Dritter, wenn nicht sogar Vierter oder Fünfter wird. Weil ansonsten merkt man langsam aber sicher, dass er ein bisschen wegfährt. Ha! Und die Mods sind alle weg. Ja, wie beim Windows neu aufsetzen. Hat ja scheinbar nicht so viel gebracht hier bei Forza. Schade. Gut, wir haben aber zahlreiche Mods, die wir hier nochmal anwenden können. Und wir sind in Lime Rock. Aha! Ja, hier muss ich eigentlich wieder den Alpha nehmen, oder? Weil der Alpha war... der Alpha war ja königlich auf schnellen Strecken. So, mal gucken, was wir noch so alles haben. Vielleicht ist er noch was stärker als der Alpha. Gut, die Leistung haben wir. Ach, das Drehmoment haben wir auch noch. Okay, Moment, was für eine Leistung hat er? Was für ein Gewicht haben die beiden? Also eigentlich dürfte der hier unschlagbar sein. 8,5 Beschleunigung. Ja, das kann schon hinhauen, weil der Alpha spielt erst ab einer gewissen Geschwindigkeit seine Stärke richtig, richtig stark aus. Wir können den mal nehmen. Was fährt der mit rein? Was bist du für einer? Ja. Genau, setz dich zurück. Setz 6. So, das vorletzte Rennen ist es, glaube ich. Ich merke, wenn ich das Mikro so habe, es ist manchmal ein bisschen leise, wie meine Stimme aufgenommen wird. Oh yeah, baby, come on! Dive Bomb des Todes! Oh. Alter!
Halleluja. Ja, 5 Runden haben wir Zeit. Ich möchte trotzdem ein bisschen schneller nach vorne als... Hey! Come on, 180. Das kann nicht sein, dass der so viel schneller auf der Geraden ist. Oh oh. Sorry, Aston. Okay, doch nicht sorry. Puh, gerettet. Okay, doch, sorry, Aston. Verdammt. Der arme Aston Martin. Aber der hat keine Zeit verloren. Ab jetzt keine Entschuldigung, jetzt fahren wir alle von der Strecke. Kannst du mal aufhören, deinen Teamkollegen irgendwie... Guri. Warum machst du sowas? So, für die Leute, die Forza nicht so gut kennen, natürlich sind das nur die Driver-Tare. Driver-Tare bedeutet quasi die Fahrcharakteristik, also ich sag mal so, in der Theorie soll es eigentlich die Fahrcharakteristik eines Menschen analysieren und widerspiegeln. In der Praxis ist es ein bisschen Blödsinn. Also das ist eher so ein bisschen Marketing-Quatsche als wirklich sinnvoll, weil eine sinnige KI kommt seit Ewigkeiten bei Forza nicht zusammen. Und das, obwohl sie früher eigentlich eine ganz gute hatten. Das muss man ihnen echt mal lassen, dass sie früher eine gute hatten und dann ja, irgendwann kam diese ganze Driver-Tar-Schose auf und die Idee ist nett, die Praxis ist sehr blöd. Eieiei. Geht's. Jawohl, schneller als der M4 sind wir trotzdem. Oh, aber die Bremsen gehen echt gut. Man kann sich richtig gut reinbremsen hier gegen andere. Oh nein! Eieieiei. Puh. Oh boy, der Kurvenausgang. Alter. Ja, hau rein, Manu. In diesem Rennen holst du nicht die volle Punktzahl. Ich könnte auch dafür sorgen, dass er nicht Zweiter wird in diesem Rennen. Sieht eigentlich echt gut aus. Auch wenn ich eine halbe Sekunde im persönlichen Delta habe. Ich darf mich nicht so genau an die Ideallinie halten. Ich muss da ein bisschen flotter fahren. Eieiei. Puh. Okay, das wird, glaube ich, doch nochmal eine ganz schnelle Runde. Oh nein, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Nein. 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 Verdammt, haltet alle an. Ich muss wenigstens den zweiten Platz holen. Oh. Ah. 30 Punkte hätte ich gut gemacht. Das war blöd. Das war höchst blöd. Und im letzten Rennen hätte ich vielleicht 50 Punkte gut machen können und hätte gewonnen. Oder 40 und ich hätte nicht gewonnen, wenn er Zweiter wird. Weiß man nicht. Egal. Bisschen ärgerlich, aber wir nehmen diese Punkte mit und machen weiter.
Und zum Abschluss... Oh, Bethirst. Okay, da kann ich nicht nochmal den M4 nehmen. Den wollte ich eigentlich nehmen, den M4 GTS. Ah, dann nehmen wir nochmal den Alfa Romeo, ne? Der ist einfach geil. Sorry, den finde ich geil. So, let's go. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Ja, meine Aufnahme ist heute echt relativ leise. Das ist ein bisschen blöd mit diesem leicht versetzten Mikro. Okay, ab geht's. 200 fahren wir fast schon. 200 geknackt. Da hing einer ewig lang im Drehzahlbegrenzer. Hat das Gas die ganze Zeit so ein bisschen angetippt und ein bisschen gepumpt, wie der Jan Seifert immer so schön sagt. KI den Verstappen. So, jetzt Camaro oder... Okay, Alfa Romeo. Eindeutig Alfa Romeo. Was ein Biest, ey. Der fährt jetzt schon 250. 260. 280. Oh, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Stell wieder davor. Alter, was ein Hammerauto. Ohne Mist. Ja, den M4 GTS wäre ich eigentlich gerne bis zum Schluss gefahren. Aber ich muss halt auch sagen, so ein bisschen, wie gesagt... Denkt man hier auch ans Gewinnen in diesen Cups. Und der Alpha ist einfach Wahnsinn, ey. Das ist ein Traum. Auf der Geraden mega schnell, die Kurven ziemlich flott. Ihr seht's. Der Wicht mit dem M4, der schneller als der M4 GTS auf der Geraden war, den Boden auf. Ich muss mir mal die echten Werte von diesem Auto anschauen, weil ich finde den gerade echt faszinierend schnell. Hey! Just leave me alone! Ja, Ray, komm schon! Hol dir den Manu! Oder lass mich erstmal durch, warte! Oh oh! Sorry! Dave Bob des Todes gestartet! Oh oh! Hi, Manu! Oh, da habe ich mich ganz aus Versehen verbremst. Oh, oh. Natürlich nicht aus Versehen, also... Ihr wisst Bescheid, Leute. Also, solange es KIs sind, die werden es mir nicht übel nehmen. Oh, neben mir ist ja noch einer. So, auf der Geraden hat der M4 aber keine Chance. Ciao!
Halleluja! Wir heben ab. Nichts hält uns an diesem viel zu langsamen Starterfeld. Im Endeffekt reden wir auch hier über viel Preisgeld. Denn ich möchte mir ja noch viele, viele Autos holen und so viel Zeit habe ich nicht, mir die ganzen Forza-Autos hier freizuspielen. GG! Hammer-Auto. Alter, Moment, hätte ich das geschafft? Oh Gott, das war knapp. Das war extrem knapp, ey. Halleluja, aber wir haben es hinbekommen. Und mit einem sehr, sehr unfairen Manöver haben wir Manu auf Platz 10 katapultiert. Ach du Schreck, er könnte jetzt sogar Platz 2 verlieren. Ja, Tatsache. Ist nur Dritter geworden. Holy moly, ey. Am Ende gab es sogar 100 Punkte Unterschied. Ich hätte es gar nicht machen müssen. Ich hätte auch einfach Zweiter werden können, oder? Weiß ich nicht. Egal, wir haben es gemacht. Ich bin nicht so wirklich stolz drauf, aber solange es keine Rennsimulation ist, solange wir nicht gegen menschliche Fahrer so fahren, solange ich mich da sehr, sehr ehrenhaft verhalte auf der Strecke, ist mir auch egal. Ja, da ist es wichtig, viel Kohle zu bekommen und die KI fertig zu machen, egal in welchem Belang. Ausgezeichnet. Und ich werde gegen die KI ernst racen, tue ich auch in Formel 1. Das habe ich da. Da muss ich nicht nur meinen Forza fair gegen die fahren. Gut. Stufe 41. Was nehmen wir? Den Ford Capri? Ja, nehmen wir. Autos sind immer gut. Mehr Autos. Mehr Autos. Mehr. Und Strand. Ja, heute ist es ja ein bisschen entspannter gewesen, was das Wetter angeht. Es war ja mal nicht so unendlich heiß. Aber das ist ein Thema, das wir ein andern Mal vielleicht nochmal etwas länger ausführen können. Ich bedanke mich bei euch vielmals, dass ihr in dieser Folge dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei Forza Motorsport 7. Wie gesagt, das Ganze nicht so ernst nehmen, entspannt sehen, vielleicht ein wenig meditieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und macht's gut. Tschüss.